und dann Butter schmelzen. In 4 Minuten. Achso, vorher macht man gar nichts. In 4 Minuten? Ja. Okay. Vorher machen wir hier gar nichts mehr. Na, dann holen wir schon mal die Butter raus. Mach ich gerade. Warte mal. Ach nee, du bist die Büffelbutter, oder? Ja. Danke. Du kennst doch meinen Code. Ja, aber vielleicht will ich ihn nicht eingeben. Wenn wir gerade gefilmt werden und live ins Internet streamen. Ja, aber du musst ja nicht zeigen, wo du... Sicher, sicher. Das ist doch nur der Geburtstag von Günther. Wir waren übrigens gestern Vlad besuchen, die süße Maus. Und boah, wir haben den gehändet. Wir waren da, haben den gehändet. Aktuell fehlt ja noch das Terrarium alles. Das Terrarium ist da, das Licht fehlt noch. Die Vorschaltgeräte. Der ist losgesprintet auf einmal. Naja, so, wir hatten ihn 20 Minuten, da war alles easy. Und mit einem Mal, ohne dass er sich jetzt erschrocken hat oder so, ist er so wach geworden. Ja, ist teilweise war gesprungen. Sogar, also, normalerweise sind Echsen erstmal so, du setzt sie irgendwo hin auf die Hand und sind erstmal so, okay, was los? Ja. Brauchen sie ihre 2-3 Minuten, bis sie schnallen, okay, alles easy und dann bewegen sie sich. Bei Vlad war es so 20 Minuten und dann war er irgendwann gechillt und dann war er irgendwann so, jetzt war er weg. Ja. Ganz schnell. Er hatte angefangen, wirklich zu springen. Er hat mich angesprungen, Das war wild. War wirklich wild. Also das wird spannend mit dem kleinen Knirps, muss ich sagen. Das wird unser Leben auf jeden Fall bereichern. Ich freue mich schon. Blatt der Pfähler, so sieht's aus. Genau. Titus, ich bin zwar nicht in meinem eigenen Stream, aber es gibt eine Regel. Auch hier. Wenn du sagst, jemand sieht müde aus, schreib lieber, ey, du siehst heute richtig gut aus. Das zaubert jemandem nämlich ein Lächeln aufs Gesicht und das sieht dann vielleicht nicht mehr ganz so müde aus. Also, muss ich ja nicht unter die Nase rein. Ja, und auch. Ich weiß ja trotzdem wahrscheinlich, was du meinst. Also, das ist bei uns hier so die Absprache. Wenn jemand schreibt, hey Olli, du siehst heute richtig geil aus, dann weiß ich, ich bin wahrscheinlich ein bisschen Augenringe oder so. Aber ich freue mich trotzdem drüber. Augenschatten. Total toll. Augenschatten, da kannst du auch manchmal einfach nichts für machen. Mit der Info, Olli sieht müde aus, kann keiner von uns was anfangen. Weißt du, weil selbst wenn ich müde bin, bringt mir das auch nichts. Und ich denke, die anderen werden das schon festgestellt haben, wenn du das festgestellt hast. Aber wenn du schreibst, Olli sieht geil aus, dann haben wir alle was davon. Dann freuen wir uns. Ist voll gut. Olli sieht ja auch wirklich immer geil aus. Warte. Du bist der hübscheste Mann hier auf Twitch. That's the spirit. Vielen Dank. Ich finde, so soll es doch sein. Bist du schon lächerlich und sehe nicht mal müde aus. Meine Community ist ja auch einfach so unglaublich cute, wenn ich mal ungeschminkt bin, so, wie du bist ungeschminkt, ich sehe keinen Unterschied. Das ist auch so süß. Ja. Und die sieht vor allem jetzt um 13, 14 noch besser aus als ich. Da, guck mal. Wie viel Butter braucht man jetzt geschmolzen? Einfach nur zum Bestreichen der Köpfe. Also nicht viel. Das Ding hier, oben drauf? Ja, aber nur der Deckel jetzt nicht. Also der wird ja so drauf gesetzt. Das ist ja dann wirklich nur eine kleine Ecke. Und dann wird nur so das hier bestrichen. Easy game. Ja, alles ganz entspannt. Deswegen habe ich gesagt, braucht man dafür keinen extra Töpfel machen. Olli ist der hübscheste Mann heute in der Küche. Ja. So, 15 ist vorbei, ja? Ja. Sieht auch wild aus da drin, sage ich euch. Sehen schon ganz geil aus. Ich werde mal umschalten für euch. Kann ich den einfach auf die Arbeitsplatte stellen? Na hier, genau, klar. Okay. Eine Arbeitsplatte ist eine Arbeitsplatte. Da sollte man drauf arbeiten können. Schatz, wo ist unser Krokodil? Ich weiß es nicht. Der ist noch nicht eingegriffen. Das ist voll schwierig. Ist schon größtenteils fest geworden, ja. Löst sich auch ganz gut vom Rand. Sieht gar nicht schlecht aus. Na, du kannst ja schon mal anfangen. Das da reinzufüllen, genau. Ja? Okay, alles klar. Und dann den Deckel drauf. Ach, da ist unser Krokodil. Der Deckel kommt dann rauf und der Deckel wird mit der Butter bestrichen. So, ich arbeite jetzt mit Krokodil gemeinsam. Und deswegen, Schatz, meinte ich gestern, wir müssen grün nehmen, damit das Krokodil sich nicht so aus dem Tor fühlt. Ich verstehe.